Wochenende der Entscheidungen im Vogtland. Überraschend eindeutig gewann Mike Pofürs die Netzschgauer Bürgermeisterwahl am 24. Februar. Mit 52,6% erreichte er die absolute Mehrheit gegenüber seinen Mitbewerbern Daniela Hommel-Kreisel und Holm Scheibchen mit jeweils rund 24%. Mike Pofürs wird ab 1. Mai die Nachfolge von noch Bürgermeister Werner Müller antreten. Dieser muss altersbedingt die Amtsgeschäfte abgeben. Eindeutig war auch das Ergebnis des Bürgerentscheids in Heinsdorfer Grund. Über 95% stimmten gegen die freiwillige Eingliederung nach Reichenbach. Damit ist der Weg für eine Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde frei. Bereits am Samstag wählten die Parteien SPD und Die Linke ihre Kandidaten zur Bundestagswahl am 22. September. Für die Sozialdemokraten geht Benjamin Zabel ins Rennen. Der Plauner setzte sich im ersten Wahlgang gegen Nicole Schwab und Enrico Bräunig durch. Weniger spannend ging es bei der Partei Die Linke zu. Hier stellte sich Janina Pfau als einzige Kandidatin bei der Wahlversammlung in Oberhermsgrün auf. 35 von 46 Genossen gaben ihr das Vertrauen. Mehr von den Wahlen und dem Bürgerentscheid sehen Sie ab 28. Februar in Ihrem VRF-Programm.